Das Vogtland für Schlaumeier. Das Vogtland für Neigescheiter. Die historischen Hintergründe. Zur Vogtland-Saga. Mit Sabine und Heiko. Sag mal, Sabine, in was einem Haus hat Ella eigentlich gewohnt? Das ist ein sogenanntes Tripfelhäusel. In diesen Tripfelhäuseln haben so arme Menschen wie Ella gelebt. Es waren Menschen ohne Land. Und warum heißt das Tripfelhäusel? Naja, das kommt wirklich von Tripfeln, also Untertropfen. Wenn es geregnet hat und der Regen fiel vom Dach auf den Boden, war das die Grenze, was ihnen an Land dazu gehört. Also faktisch nichts. Denn man hat natürlich den Dachüberstand ganz, ganz kurz gehalten. Aber sie hatten doch Ziegen und Hühner. Wo waren die denn eigentlich? Ja, Heiko, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich da so an dein Wohnzimmer mit dem blank geputzten Dielenboden und den wunderschönen weißen Teppich denke, ja, die waren mit im Raum. In einem Tripfelhäusel gab es vielleicht eine kleine Nische oder Miniraum mit einer Herdstelle und ansonsten einen Raum. Und man hat mit den Tieren gelebt. Das muss doch unwahrscheinlich gestunken haben. Wahrscheinlich. Also, wir nehmen es an. Also, es gibt ja auch die Situation, wo... Na, hören wir mal rein. Oh, na, zum Kuckuck! In der ersten Folge der Vogtland-Saga sehen wir, wie Ella mit ihrer Ziege in den Wald geht, um sie dort weiden zu lassen. Dabei wird sie von ihrer Mutter ermahnt, sich nicht erwischen zu lassen. Komm, mein Häbele, jetzt geht's los. Aber bleib nicht zu lang. Denk, Trost ist sündig. Im Schlauch Zähne beginnt die Kirche. Und lass dich bloß nicht durchwischen. Bestimmt nicht. Und der liebe Gott wird's mir schon verzeihen, wenn ich für uns über gute Schwamme Hamm bringe, an denen wir uns so richtig satt essen können. Warum wird Ella von ihrer Mutter gewarnt? So ein Häbele, also auf Vogtländisch heißt Ziege Häbele, muss natürlich was fressen. Und wenn ich kein Land habe, was soll ich machen? Und was fressen Ziegen, Heiko? Gras. Ja, und nicht nur das. Sehr gerne naschen Ziegen an Sträuchern und zwacken gerne so den Bäumen das Grüne ab. Und der Wald gehörte natürlich unserem Heinrich dem XI. Und die Bauern waren auch nicht begeistert, wenn dann die Ziegen auf ihren Feldern alles abgefressen haben. Also ist die Ziege der wertvollste Besitz, den sie hat? Ja, auf alle Fälle. Eine Ziege gibt Milch und ich kann aus Milch Käse machen. So eine Ziege hat dann schon mal eine ganze Familie ernährt. Und was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn jemand erwischt wird mit einer Ziege im Wald oder auf dem Feld eines Bauern? Ja, ein Jäger durfte dann eine Ziege einfach erschießen und es wäre eine Katastrophe für Ella und ihre Eltern gewesen. Außer der Ziege gibt es in der Vogtland-Saga noch ein anderes Tier, und zwar ein sehr exotisches. Ja, ein Papagei. Der kommt ja sogar im Hofsong in der ersten Folge vor. Ich sah, er hat einen Papagei. Heinrich ist sein Name. Quatsch, das ist Heinrich. Kriegt er auch ein Frühstücksei? Verflixt, wo ist die Sahne? Sag mal, Sabine, stimmt das? Hatte Heinrich der Elfte tatsächlich einen Papagei? Das stimmt. Und das Spannende ist, das kam erst ans Licht durch die Recherchen zu Ella, eine Vogtland-Saga. Und wie kam es dazu? Ja, also wir wollen ja so historisch genau wie nur irgendwie möglich sein in der Vogtland-Saga. Und deshalb fragte ich, welche Hunde hatte denn Heinrich der XI. In dieser Zeit und wie hießen die, weiß man das? Und da hat der Dirk Görsch vom Sommerpalais die Futterrechnung durchgesehen. Hunde hatte Heinrich der XI. In dieser Zeit noch nicht, aber einen Papagei. Und das kann man anhand der Futterrechnungen aus dieser Zeit belegen. Und warum spricht Heinrich mit dem Papagei immer Französisch? Man kann sich es kaum vorstellen, aber selbst an diesem klitzekleinen Oberkreizer Hof hat man untereinander Französisch gesprochen. Und das war unsere erste Schlaumeier-Sendung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!